Bundeskanzler Scholz bestätigt, Renten in Deutschland sind nicht mehr sicher. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Sommerinterview, was glaube ich im ZDF oder nee, im ARD-Sommerinterview des Bundeskanzler Scholz, glaube am 3.7.2023, hat Bundeskanzler Scholz, unser Teflon-Kanzler, die Bombe platzen lassen. Er hat Folgendes gesagt. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Das können Sie auch auf YouTube und anderweitig mal nachlesen, zum Beispiel in der Mediathek von der ARD, sich dann auch mal anschauen. Der Bundeskanzler Scholz verknüpft die Sicherheit der deutschen Rentenversicherung mit der Zuwanderung ausländischer Fachkräfte. Wörtlich sagte er, damit wir eine gute Zukunft haben, damit unser Arbeitsmarkt funktioniert, damit unsere Wirtschaft wächst, werden wir gute Fachkräfte und Arbeitskräfte von außerhalb Deutschlands brauchen. Sonst sind die Renten nicht sicher. Und das muss man und das darf man auch überall in Deutschland sagen und muss sich dem Streit stellen. Das heißt, Scholz verknüpft die Sicherheit unserer gesetzlichen Rente mit einer Zuwanderung aus dem Ausland. Meine Damen und Herren, das verschlägt mir einfach nur noch die Sprache. Wir alle wissen, und das weiß auch Herr Scholz, unser Teflon-Kanzler, ganz genau, dass wir seit Jahrzehnten ein Demografieproblem haben. Das ist nicht erst nur heute der Fall. Das heißt also, Deutschland wird immer älter, deutsche Bevölkerung wird immer älter und wir werden auch immer weniger Arbeitskräfte haben. Uns kann keiner sagen, wie die Situation zum Beispiel 2045 ist. Es gibt seriöse Schätzungen, die sagen, dass wir im Jahr 2035 rund 7 Millionen Arbeitskräfte weniger haben, die auch nicht durch die Zuwanderung ausgeglichen werden kann, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Scholz war ja auch in den Vorgängerregierungen in leitender Funktion tätig. Erinnern Sie sich bitte, er war auch schon mal Finanzminister, er war auch schon mal Arbeitsminister, er war auch schon mal Vizekanzler und. Und seit Jahren, und das weiß er auch, gibt es das Demografieproblem und er hat nichts getan. Und jetzt auf einmal will er über die Zuwanderung die gesetzlichen Renten sicher machen. Herr Scholz, das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Wo ist denn eigentlich jetzt in dem Sommerinterview Ihr Vorschlag dazu, wie die gesetzliche Rente denn in Zukunft aussehen soll? Das lassen Sie doch wieder offen. Und da sind Sie doch wieder sehr kryptisch und sagen, naja, wie damals im November 2022, wo Sie gesagt haben, naja, die Leute müssten vielleicht ein bisschen länger arbeiten. Vielleicht müssen wir ja auch mal über die Rente mit 63 nachdenken. Was ist das eigentlich für eine Politik, die Sie hier betreiben? Sie lassen uns alle im Nirvana, im Nichts sitzen mit Ihrer Aussage. Und ich will nicht meckern, ja, sondern ich habe doch Ideen, wie man das Problem zum Beispiel angehen kann, was an sich eigentlich auch schon bekannt ist. Das sind alles keine Ideen, die ich mir sozusagen selbst ausgedacht habe, sondern das sind Ideen, die vorliegen. Als erstens brauchen wir eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung, wo alle einzahlen. Beamte, auch der Kanzler, auch der Knöppel als Selbstständiger, alle einfach einzahlen. Schon haben wir ein Problem weniger, dann haben wir nämlich mehr Beitragszahler. Selbstverständlich haben wir dann auch für die Zukunft mehr Leistungsempfänger, auch klar. Zweitens, wir haben einen eigenen Arbeitsmarkt, in dem wir massiv eingreifen können. Bürgergeldempfänger, Grundsicherungsempfänger, Asylbewerber, die können alle arbeiten. Die müssen hier in Deutschland reingenommen werden in den Arbeitsmarkt. Und wenn das nicht freiwillig geht, muss es mit Zwang passieren. Wir müssen aufhören, uns hier was vorzumachen. Diese Leute müssen schlicht und ergreifend auch arbeiten. Ich meine das nicht böse, ich meine auch nicht diese Leute abwerten, sondern ich meine schlicht und ergreifend, alle müssen hier mitarbeiten und nicht nur den ganzen Tag vor der Dönerbude stehen und Däumchen drehen. Das geht einfach so nicht, meine Damen und Herren. Drittens, wir brauchen eine ordnungsgemäße Familienpolitik in Deutschland. Das heißt also, es müssen Grundlagen dafür geschaffen werden, dass Frauen in Deutschland neben und während der Kindererziehung arbeiten gehen können. Die wollen das auch. Die wollen arbeiten gehen. Ja, aber das wird ja offensichtlich in Deutschland nicht möglich sein, weil wir es ja noch bis heute noch nicht mal schaffen, glaube ich, jährlich 400.000 Kindergartenplätze zu bauen, weil wir schlicht und ergreifend gar keine Leute mehr haben, die auf dem Bau arbeiten können. Die sind einfach nicht mehr da. So viel gibt es auch gar nicht mehr.
Viertens, meine Damen und Herren, wir brauchen eine ordentliche Bildungspolitik. Da müssen wir richtig Kohle in die Hand nehmen. Bildung steigert die Chancen, um später einen guten Job zu kriegen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in Deutschland aufhören mit dieser Kleinstaaterei. Wir brauchen ein Bildungsministerium, wo wir eine einheitliche Bildungsgeschichte haben, ein einheitliches Schulsystem haben, von der ersten bis zur 10. Klasse oder von der ersten bis zur 9., danach Abiturstufe. Wir müssen dort richtig viel Geld reinstopfen. Wir müssen auch richtig viel Geld in die frühkindliche Entwicklung reinpacken. Wir können das einfach nicht mehr dem Selbstlauf und den Familien überlassen und dürfen vor allen Dingen hier auch nichts kürzen. Dann noch was ganz wichtig, dass wir, wenn wir eine einheitliche Rentenversicherung machen, dass wir in diesem System selbst auch endlich Änderungen hervornehmen. Erstens, wir müssen eine armutsfeste Mindestrente einführen. Das ist ganz wichtig. Die Grundrente ist ein totaler Rohrkrepierer. Das haben wir ja nun schon auch erkannt. Ja, es ist ein völliger Witz, diese Grundrente. Das kann ich als Praktiker wirklich nur bestätigen. Zweitens, wir müssen die Rentenberechnung ändern. Das heißt also, weg mit den Entgeltpunkten, dafür durchschnittlichen Steigerungssatz für ein Jahreseinkommen, was Sie verdienen, und daraus mal 40 Jahre ergibt Ihre Rente. Ganz einfache Geschichte. Ja? Man summiert sozusagen feste Beträge, vielleicht noch mit einem kleinen Zuschlag obendrauf. Ähnliches Modell wird ja in Österreich auch praktiziert, geht einwandfrei. Abschaffung der Riester-Rente, Abschaffung dieser steuerlichen Zulagen. Was soll das? Warum sollen wir das den Großkapitalisten auch noch in die Hand geben? Das gehört da nicht rein. Das Geld können wir uns letzten Endes sparen und können das in unser Staatssäckel reinlegen und damit auch unsere Rentenversicherung stützen. Und last but not least, das ist ein Bahnvorschlag, den ich auch gehört habe, den finde ich gar nicht so schlecht. Wir stellen bestimmte Einkommensteile von Lohneinkommen und Einkommen Selbstständiger einfach einkommenssteuerfrei. Damit schaffen wir attraktive Voraussetzungen, um Arbeiten in Deutschland attraktiv zu machen. Vor allen Dingen dann auch für Rentner, die ja praktisch im Grunde genommen, wenn sie Rente beziehen und arbeiten gehen, Angst haben müssen, dass sie von ihrem Arbeitslohn nicht mehr so viel haben, weil sie ja de facto wie in einer Lohnsteuerklasse 6 dann besteuert werden. Das ist ja auch ein Unding, dass hier sozusagen der Vaterstaat hier massiv eingreift. Ob wir dadurch mit einer Einkommensteuerbefreiung tatsächlich dann auch ausländische Fachkräfte ranholen können, das kann ich nicht beurteilen. Denn wir haben hier nämlich noch ein kleines Problem, was der eine oder andere nicht so ganz betrachtet hat. Das ist die Qualität letzten Endes auch unserer Bürokratie. Wir haben eine überbordende Bürokratie, die es vielen Leuten einfach unmöglich macht, nach Deutschland zu kommen. Dann geht es zum Beispiel schon alleine nur um die Frage der Anerkennung oder Zuerkennung von Arbeitsabschlüssen und Fach- und Hochschulabschlüssen. Ja, das ist eigentlich ein Unding, dass die Leute hier monatelang warten müssen, respektive natürlich der Feststellung, dass viele der Mitarbeiterinnen, der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst gar kein Englisch können, sozusagen eigentlich die weltumgreifende Fachsprache für alle ist und damit wunderbar kommuniziert werden. Das ist sozusagen eigentlich das, was ich so gut finde. Natürlich, wenn wir jetzt bei der Einkommensteuer hier Einnahmeausfälle haben, die müssen wir gegenfinanzieren. Da kann man dann darüber nachdenken, dass man zum Beispiel die Mehrwertsteuer erhöht, aber gleichzeitig auch hier für die Menschen, die auf Grundnahrungsmittel angewiesen sind, entsprechend die Mehrwertsteuer hier auf Null fährt. Das finde ich zum Beispiel ist auch keine schlechte Idee, die dort im Internet verbreitet worden ist. Aber letzten Endes ist das ein Gesamtpaket, was wir brauchen, um die gesetzliche Rentenversicherung zu stärken, um hier den Menschen und auch der jüngeren Generation vor allen Dingen eine Perspektive zu geben und zu sagen, guckt mal, wir machen was für euch, wir tun was für eure Renten, wir geben euch sozusagen eine Garantie, dass ihr später einmal eine armutsfeste Rente bekommt. Bleibt hier in Deutschland, haut nicht ab. Ja, so ist doch eigentlich letzten Endes die Situation, dass viele auch der jungen Leute, die die Hochschule gemacht haben, die verlassen unser Land und kommen nicht mehr zurück. Die fehlen uns schlicht und ergreifend. Und deswegen sage ich ganz einfach, das ist ein Weg. Aber diesen Weg, meine Damen und Herren, da bin ich von überzeugt, können wir nicht mehr mit dieser aktuellen Regierung gehen. Kanzler Scholz ist mitverantwortlich für diese Misere. Das habe ich eingangs gesagt. Er hat letzten Endes in vielen leitenden Funktionen gearbeitet. Und ich glaube auch, dass die aktuelle Regierung und auch die Vorgängerregierung und auch die CDU nicht mehr in der Lage sind, hier einzugreifen und die Dinge wirklich so zu machen, dass sie auch von der Mehrheit der Bevölkerung getragen werden. Eines noch zum Abschluss, das weiß ich aus vielen Gesprächen. Ich bin davon überzeugt, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung
eine einheitliche Rentenversicherung und einheitliche Krankenversicherung will und die aktuell handelnde Regierung grundsätzlich gegen den Willen von uns als Mehrheit handelt. Und das muss auch endlich aufhören. Demokratie muss auch dort anfangen, dass ich als Bürger akzeptieren kann, dass hier etwas gemacht wird und nicht gegen den Willen der Bevölkerung gehandelt wird. Und seit Jahrzehnten ist das Demografieproblem bekannt und es wurde nichts gemacht. Im Grunde genommen muss sich Herr Scholz die Frage stellen, ob er nicht hierfür auch persönlich haftet, zumindest im politischen Sinne. Lieber Herr Scholz, Ihre Aussage ist ein Schlag in das Gesicht von Millionen Rentnerinnen und Rentner. Und ich bitte Sie wirklich allerherzlichst, in Ihrer spröden, hanseatischen Art, packen Sie einfach Ihre Tasche, gehen Sie lautlos aus dem Kanzleramt, hinterlassen Sie dort bitte einen Brief oder eine Nachricht. Ich trete zurück. Es wäre mir eine große Freude, wenn ich das endlich erleben dürfte. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.